Wait, mir fällt jetzt es auf. Ist das nicht da, wo wir den Doktor gerade eben gerettet haben? What? Und dann kam da direkt eine neue Quest mit einem starken Gegner hier, der was Legendaryes fallen lassen hat, aber den ich danach direkt hops genommen habe. Okay, gut. Oh, aber Waffe wegstecken, sonst bin ich ein bisschen zu auffällig. So. Ich möchte noch mal kurz auf dem Dach gucken, ob es da was gibt. Da verstecken sich nämlich gerne mal Sachen, wie zum Beispiel das da. Zack, einmal reinigen da bitte. Zwischen schon 40 Minuten. Eieiei. D, 1C, BD. In 9. Und. Einmal bitte das Geld überweisen. Sehr nett, sehr nett. Was war denn hier noch? Oh, haben wir noch Gegner? Cool. Gegner, die ich getötet habe, von denen ich schon wieder gar keine Ahnung hatte. Ach ja, auch wenn das Game buggy ist, aber so Sachen erkunden und so macht schon Fun. Ist einfach nur ein Silencer drin, ja. Cool. Hier hat wahrscheinlich jemand seine Sniper-Rifle mit hochgebracht. Seine Sniper ja mitgenommen, aber den kaputten Silencer einfach hier gelassen. Schmarotzer hier. Oh, bisschen Geld lag hier. Da jemand ein Dach-Asset einfach copy-pastet. Sieht ein bisschen so aus. Okay. Das Geräusch, was gerade kam, das hat mich doch ein bisschen verunsichert. Ich speichere mal. Das hat sich nicht angehört, als ob hier was Freundliches wäre. Komme ich so hoch? Nee. Komme ich hier überhaupt rein? Nein. Der Double Jump, der fühlt sich so gut an, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich vorher ohne den überhaupt was machen konnte. So. Zack, 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 zack. Ab hoch hier. Diese komischen Tankdinger hier, die gucke ich mir immer gerne an, weil da hatte ich einmal meine Legendary Hose gefunden. Und das finde ich doch ganz, fand ich doch ganz cool. Jetzt, hallo, kannst du die Sniper da bitte aufheben? Sag mal. Okay, dann lass sie ja liegen. Mir doch egal. Aber aufs Rohr. Eieiei. Okay. Ist nicht passiert. Das ist, ja, ne? Das ist gerade nicht passiert. Nee, nee. Die Tatsache, was sie drin haben. Oh, ein Messer. Lecker Messer. Eigentlich soll ich mich ja wieder darum kümmern, eher hier Missionen zu machen. Aber ich finde auch einfach mal durch die Stadt rumlaufen, einfach ein bisschen rumgucken. Immer ganz cool. Mal hier. Und Turtleneck. Ah, der wird mir bestimmt gut stehen. Oh, hier habe ich schon gelootet. Guten Tag. Ah. Nee. Da ist einfach irgendein Shit explodiert. Jetzt habt ihr mich ein bisschen neugierig gemacht. Ich komme, glaube ich, nicht rein. Ne. Okay, lass mal das. Ich
Aber sobald ich den Double Jump habe, finde ich das Spiel aus Prinzip schon 10% besser. Das ist auch eine Sache, die ich direkt gesagt habe. Jedes Spiel macht einen Double Jump macht jedes Spiel besser. Es ist einfach so. Double Jump fühlt sich so gut an jedem Spiel, dass das Spiel einfach besser macht. So, ich muss jetzt einmal verkaufen. Könnte ein bisschen dauern. Nee, die nicht. So. Vielleicht behalte ich einfach mal. Ach, warte mal. Rüstung können wir vorher noch mal gucken, ob ich was Besseres habe. Nope. Da. Ui. Aber noch was Besseres. Dann für einen Slot, der hat 8 Damage Reduction. Lassen wir das so. Das ist auch eine Sache, die ich nicht am Spiel mag, dass man sein Aussehen wirklich immer ändert, je nachdem, was man hier ausrüstet. Weil, also das sieht jetzt okay aus, aber ich hatte auch schon Sachen, ich hatte einen BH an zum Beispiel, weil der BH halt am meisten Stats gegeben hat. Meine Hosen geben mir halt 30% Crit Damage, deswegen lasse ich die an. Das ist wie zu beruhigen. Habe ich neue Hex? Oh, Overheat. Neuen Overheat. Sehr schön, sehr schön. Blau. Kostet jetzt ein bisschen mehr RAM, aber ist stärker. Gut, Weapon Glitch, Cripple Movement. Ist auch interessant. Sehr schön. Gut. So, jetzt können wir den Rest zählen hier. Zack, zack. Ja, mag ich auch nicht. Finde ich so kacke. Ja, ich habe BH und Hotpants. So dumm. Warum? Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allem, weil du in den meisten Spielen halt ja jetzt einmal Ausrüstung für Stats haben kannst und einmal für Aussehen zum Overwriten. Aber irgendwie. So, die ganzen Sachen, die 0,2 wiegen, würde ich einmal kurz verkaufen. 0,2, 0,2. 0, 0, 0. Aber ich kann auch sortieren nach. Wait. So. Der wird auch 0,2 wiegen. Ganz Alkohol. Das wiegt 0,2. Das wiegt 0,2. Das wiegt 0,2. Ich weiß, es ist gerade sehr spannend. Jetzt einen Alk hier verkaufen. Wiegt zu viel. Außerdem bringt ja auch nichts. Crafting Spec. So. Ich glaube, ich mache auch ein paar von meinen Granaten weg. Komm hier. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Die bitte alle weg. Die bringen ihm nichts. Und die Flashbangs benutze ich auch nie. Alle weg. Die können alle weg. Was haben wir hier? Shit, wiegt eh fast nichts, ne? Das werde ich nie benutzen. Das behalte ich mal. Den behalte ich. Zumindest einmal. Increases Duration. So, von den Dingen. Gorilla Armor wollte ich behalten. Electric Long Thermal, okay. Monowire Chemical, Physical und Thermal. Alle behalten. Sehr schön. Ah, naja, boah, ich mache jetzt Feierabend und muss noch oben bei mir auf den. Aber was? Auf der Baustelle helfen? Eieiei. Was macht ihr denn am Montag? Falls du vor Weihnachten nicht mehr streamst, wünsche ich dir eine schöne Freitage. Danke, danke, dir auch. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal vorher streamen. Bin jetzt auch so in den Gegner reingelaufen. Mach erstmal Breach Protocol. 5-5 BD. GT 1C. So. Jetzt können wir schon mal overheaten.
You know that. Ach komm, Leute. So. Aber hier Short Circuit, weg mit dir. Da machen die mich einfach dumm von der Seite an. Ich glaub's nicht. Bleibe noch im Lurk. Danke, danke, ne? Bauen oben das Haus um, dass ich da eine kleine Wohnung kriege. 2,5 Zimmer, Mini-BGA, Kleiderschrank, Badezimmer. Eieiei. Ja, ich habe auch, also wir hatten auch viel mit dem Umbauen hier bei unserem Haus. Wir wollten eine ganze Wohnung renovieren. Da wollten ja besser Freund von mir, meine Schwester und ich einziehen dann, so als WG. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das viel Arbeit ist. Aber man fühlt sich am Ende des Tages auch mal ganz cool, wenn man weiß, dass man so ein paar Sachen geschafft hat. Also ein Schlafzimmer auf dem Dachboden und dann ein großes Esswohnzimmer plus Küche. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel, naja, Spaß. Also es macht auch irgendwo Spaß, je nachdem, ne? Und das Endergebnis ist halt immer sehr geil. So. Hier hoch. Da habe ich gerade erst meinen Schrott los von mir bekommen und dann spawnen einfach um die Ecke wieder 20 Gegner, die ich dann wieder was abnehmen muss da. Oh. Sie. Ja, vor allem, weil wir die Gaube komplett neu gemacht haben und dann in quasi alle Winde rausgerissen haben. Eieiei. Ist, bisschen Arbeit. Wir haben viel mit Gipskarton gearbeitet für Wände und all sowas. Das hat aber auch ein bisschen gedauert. So, den letzten. It's killing time! It's killing time? Für wen? Sag mal. Oh, ich habe nicht gesehen, dass du einen Freund hast. Sorry. Ach kommt, Leute. Overheat. Sein Kumpel tot? Anscheinend. Gut. Haben wir das auch erledigt. So. Und dann drei fette Stahlträger rein. Okay, mit Stahlträger haben wir nichts gemacht. Zwei auf dem Dachboden und einer dann quer durch die Decke, wo die tragende Wand war. Eieieiei. Okay, gut. Das ist richtiger Aufwand. Gerade bei tragenden Wänden, das ist immer ein bisschen. Bisschen schwierig, ne? Wenn das keine tragende Wand ist, dann kannst du ja irgendwie auch mal einreißen. Einfach kurz einmal eintreten. Guck mal, das Auto habe ich schon mal gesehen. Das Auto sieht auch nicht schlecht aus. Hallo? Da. Wollte schon sagen, jetzt ob ich nicht einsteigen darf. So, gucken wir erstmal. Okay, das war ein neuer Wagen. Einmal kurz durch die Stadt. Einfach nur aus Fun. Schön mit der Musik. Und einmal den Wagen Schrott fahren. Ja, deswegen brauchen wir die Stahlträger. Jo, kann ich mir vorstellen. Das ist, Das ist, auf jeden Fall viel Aufwand. Ja, ja, komm hier, Regina. He needs help with his investigation. Guy's known for operating in the gray zone. No scruples about working with mercs. Attach more deeds for you. Oh, danke, Daniel. Gut, ich bin mal ganz kurz auf Toilette.
Dann sehen wir uns gleich wieder. Auch, oh, oder? Ah, so, aber jetzt, gut, ich muss noch, sonst gebe ich mein Dad wieder. Ich melde mich, falls ich noch, was? Falls ich vor unserem Stream nochmal Zeit habe. Ansonsten, wie gesagt, bis die Tage. Jo, man sieht sich auf jeden Fall. Patrick, ich schreibe dir auch noch nachher bei Discord. Und jetzt bin ich kurz auf Klo. Aber natürlich nicht. Bis gleich. Zack, zack, zack. Da bin ich wieder. Eieiei. Die ganzen Nebenquests lassen mich einfach überhaupt nicht los. Gut, schon jetzt mal sein Protokoll. Haben wir auch irgendwo Kameras? We're not all bad, you know? Let's talk. Are you sure about that? Also in meinen Augen bist eher du dead, aber der Gedanke ist der letzte, ne? Können wir hier reinhängen, wie immer. Eieiei.
So.